Wir können uns das nicht mehr vorstellen, dass es jetzt, sagen wir, dass man telefonieren kann, ohne dass Computers da irgendwo im Hintergrund sind. Oder das Fernsehen, nicht? Oder die Post, oder die E-Mail, selbstverständlich. Oder das Radio, oder das Handy, oder was auch immer. Nicht? Also Kommunikation und Computertechnik sind einfach zusammengewachsen und sind eine Einheit geworden. Nicht? Und heute haben wir, in Effekt, haben wir eine Börse. Eine Börse. Das ist alles dasselbe. Man kann, na, ich lasse es da, eine Börse. Und was daraus geworden ist, ist, dass die Weltbörse ist zu einem Casino geworden. Und ich meine das ganz ernst, dass die alte Idee, die zu der Gründung der Börse überhaupt geführt hat, das heißt die Idee, dass man in einer Industrie zum Beispiel investiert, dass man ein Teil Besitzer der irgendeiner Industrie, der Autoindustrie oder was auch immer wird, nicht? Und dass man dabei bleibt, dass man vielleicht auch hilft, die Firma, in die man eben investiert hat, zu unterstützen irgendwie oder vielleicht sogar mitzureden und so weiter, die Idee ist verschwunden. Die gibt es nicht mehr oder kaum. Soll nicht sagen, nicht mehr, kaum. Die gibt es kaum. Heute kauft man eine Menge Aktien irgendwo und vielleicht drei Tage später, wenn der Markt gestiegen ist, dann verkauft man sie wieder, nicht? Und dann hat man ein paar tausend Euro verdient, nicht? Und dann investiert in Anführungsstrichen das wieder und so weiter. Es ist Gambling, es ist Spielen, nicht? Es ist Würfelwerfen.